Auf geht's. Worauf habe ich mich nur eingelassen? Gut, so sieht's aus. Damit seid gegrüßt zu Let's Play Leisure Suit Larry Let's Dream Stones 2 mit mir und mit Larry. Ja, das ich weiß auch nicht. Habe ich mir das mal gekauft, also irgendwie war das in meiner Steam-Bibliothek. Deswegen, wir haben als letztes der Senix-Vogel gespielt im Stream, also die Zuschauer müssten bestens darauf vorbereitet sein. Wird noch viel verrückter. Ich kenne das Spiel noch gar nicht. Ich schmeiß mich komplett ahnungslos rein. Ich habe ab und zu ein paar Stream-Ausschnitte gesehen bei Leuten, bei anderen Streamern. Das, was ich gesehen habe, war sehr besorgniserregend. Ich werde dauernd die Worte verlieren. Ich werde hier keine Worte haben für das, was hier kommt, aber ihr habt Spaß daran, mich dahin zu sehen. In diesem Let's Play, also auf geht's. Mal schauen, wie oft ich mich hier im Grund und Boden schämen muss. Aber das Spiel soll gut sein. Mir wurde gesagt, alle, die ich gefragt habe, haben mir gesagt, das Spiel ist gut. Ich soll es spielen. Also, ja. Machen wir es einfach mal. Ich riskiere es. Auf geht's, ich starte ein neues Spiel. Und das ist einfach geschehen. Du bist im Begriff, ein neues Spiel zu starten. Wie alt bist du? Alt genug für das Spiel, zu jung für das Spiel, mehr als alt genug. Ich bin nur eine Katze, die über die Tastatur läuft. Mit definitiv nur eine Katze, die über die Tastatur läuft. Okay. Dann bin ich alt genug für das Spiel. Auf geht's. Ich hoffe nicht auch an dieser Stelle mal eine Warnung. Das Spiel ist ab 18, auch wenn es kein Horrorspiel ist. Und kein Shooterspiel ist. Den Grund dafür werdet ihr sehen, wenn ihr dran bleibt. Falls ihr das Spiel noch nicht kennt. Es ist pervers. Durch und durch. Und das ist noch eine Untertreibung. Du meinst also, du bist alt genug. Lass uns das mit ein paar Fragen überprüfen. Oh Gott. Ich werde verkacken. Ich habe es mir anders überlegt. Echt zufolge trägst du Eisköten. ja, ich bin alt genug. Die perfekte Welle. 99 Luftballons. Kein Lieber dir. Er ist gekühlt beim Burunder. Was? Was war in dem Koffer der McKellos? War das? So alt bin ich auch nun wieder nicht. Seine Seele. Nice. Was bezeichnet man als Sammeln von ausgewöhnlichen Haustieren? Ein Sex. Mich der Master of the Universe Charakter verbreitet in unangenehmen Geruch. Rico, Stinkos, Menor, Fator.
Jetzt fühle ich mich schon dreckig. Aber ich habe freigeschaltet, du willst es doch auch. Oh Gott. Es ist endlich wieder soweit. Er ist erwacht. Alle dachten, er wäre vergessen. Und viele sagten, Untertitel ausschalten. Das sei auch besser so. Doch der Prophezeite lebt. Er wird kommen. Die Alpakas werden sich vor ihm verneigen. Und nichts wird mehr so sein, wie es einmal war. Ich schalte Untertitel aus, soweit ich kann. Hallo? Hey Süße, warum hast du das Licht ausgemacht? Wo bist du? Oh, das fühlt sich doch an wie dein... Au! Oder auch nicht. Und warum liegen wir nicht mehr im Bett? Wo ist das Bett überhaupt? Das ist nicht das Bett. Süße! Die hat sich wohl verkrümelt. Das ist... Wo bin ich denn jetzt schon wieder gelandet? Ah, die Suche nach Liebe führt einen an die seltsamsten Orte. Und die meisten sind stockfinster, feucht und dunkel. Ich sollte erst mal Licht anmachen. Escape Home, E-Inventar. Linke muss das da anfassen, oh Gott. Ich muss meine Maustaste danach säubern. Ich muss das angucken. Leertaste. Ja. Point-and-Click-Spots anzeigen. Hier können wir auch ins Inventar. Nichts drin. Hier können wir mit dem Fahrstuhl interagieren und einen Schalter betätigen. Was ist das hier für ein Ort? Der blinkt. Davon bekomme ich Kopfschmerzen. Ah ja. Scheint nach oben zu führen. Das können wir uns angucken. Scheint eine Art Heiltechnik-Labor zu sein. Bin ich entführt worden? Und vor allem, von wem? Scheint eine Art Hightech-Lab. Ja, das hatten wir. Das hat irgendwas bewirkt. Ui. Scheint nach oben zu... Was ist das für ein Ding? Was ist das für ein Ding? Haben Sie Experimente an mir gemacht? Und vor allem, wer? Ich fühle mich so, als hätte ich ewig geschlafen. Das ist auch so. Das ist nämlich ein Retro-Spiel, was neu aufgesetzt wurde. Das muss eine harte Nacht gewesen sein. Nee, George Sutenary, das ist da. Aber jetzt ist er noch. Gab schon 19 und schlag mich durch. Heute scheint die Sonne nur für. Ein Spiel von. Larry Leffer! Oder auch nicht. Habe ich den ganzen Tag verschlafen? Es ist Nacht. Auch gut. Das heißt, es ist eine weitere heiße Nacht für Larry Leffer! Huch. Oh je. Was war das denn? Scheint so, als wäre der Lift hinüber. Steht wohl nicht mehr unter Strom. Anders als ich. Das sieht etwas anders aus, als ich in Erinnerung habe. Okay, dann können wir uns hier erstmal umgucken. Mini Punted League Adventure. Beam mich hoch, Scotty. Ist wohl gerade außer Betrieb. Eigentlich müssen wir das Spiel an dieser Stelle beenden. Eine Star Trek-Anspielung hier in diesem ist. Ich weiß, dass es kein einfacher Kanaldeckel ist. Der Schuh ist durch, aber die Schnürsenkel sind noch in Ordnung.
Da lebt jemand auf großem Fuß. Fußwitze, juhu. Da passiert was oben im Fenster. Ich glaube, da ist etwas drin, aber der Busch ist zu dicht. Verdammt. Der zweitschönste Busch, den ich je gesehen habe. Ich will nichts vom Erstbesten hören. Hier hängen ein paar Flyer, aber da ist nichts dabei, was mich interessiert. Ein Flyer für eine Band namens Kraftwerk. Bitte was? Das bekomme ich nicht herausgehoben. Ein enges Gitter. Irgendwas funkelt da unten. Erstmal Müll wühlen. Ohne guten Grund wühle ich da nicht. Es gibt einen guten Grund, weil ich es will. Das quillt über. Wir haben Schnürsenkel im Inventar. Fantastisch. Jetzt können wir hier reingehen. Erstmal in die Bar. Letty's Bar. Und dann kommt dieser mega heiße Typ. Herr Wunscher, nenn es nicht Zeit. Du musst nicht von mir in der dritten Person sprechen, Baby. Und dann gucke ich ihn mir genauer an und denke nur so, hallo, die Klamotten gehen gar nicht. Hey! Oh, warte mal, mich quatscht hier so ein creepy alter Sack an. Ich melde mich später wieder. Was macht eine Frau wie du an einem Ort wie Lefty's? Naja, die Bewertungen haben mich nicht hergelockt. Die Bude hat nur ein Like bei Instacrab und einen halben Stern bei Gulp. OMG, mega Downer. Aber sie soll der übernächste Geheimtipp der Stadt werden. Zumindest ist hier alles toll retro und vintage und so. Guck dir den Dreck an, der wirkt richtig echt. Da kann der Salon de Lézard nicht mithalten. Ich bin Becky Butter, aber das weißt du sicher. Du siehst wie einer meiner typischen Follower aus. Ist das retro, wenn es einfach nur alt ist? Wenn es nie... Ja, eigentlich schon. Das ist nämlich die Definition von Retro. Aber Retro ist nicht ranzig. Ich habe dich nicht verfolgt. Echt? Willst du damit sagen, dass du auf Männer in weißen Anzügen stehst? Willst du damit sagen, dass du auf Männer in weißen Anzügen stehst? Mhm. Ich bin Larry. Larry Laffer. Ey, meine Community lässt gerade nach. Mein Channel könnte ein paar Likes vertragen, sonst verliere ich Traction. Ja, Like und Abo. So muss das sein. Traction. Traction? Hast du Schmerzen? Oder benutzt du gar kein Instacrab? Du bist eher in der Altersgruppe, die auf Verschwörungstheorien auf Facebook steht, oder? Und was für eine Score hast du auf Timber? Ich meine, du bist ungefähr, weiß nicht, 50 Jahre zu alt. Aber ich habe gehört, dass es auch ein paar Senioren nutzen. Aber die sind eher bei Parshit oder Elite-Falter. Ich finde dort ja nur so oberflächliche Angeber. Tolles Profilbild, aber kein Charakter. Ich komme ja viel rum und das merkt man. Nächstes Jahr gehe ich zum Scorching Dude Festival, wegen der Openness der Menschen. Es soll hier ein ganz neues Craft Beer ausgeschenkt werden, selbst gebraut. Total analog mit den Händen und so. Wäre super für ein Selfie. Hey, ich kann dir so ein Craft Beer holen. Craft Beer. Oder halt das. Wenn sie auch besonders abgefahrene Varianten haben, will ich davon was. Du weißt schon, mit Pumpkin Spice oder Lemon Cobra. Klar doch. Ja. Dieses leuchtende Ding in ihrer Hand scheint sie sehr zu interessieren. Was ist das nochmal für ein Bier, das du möchtest? Muss Montagbier vielleicht zur Sache kommen. Wartest du hier auf jemanden außer mir? Warum guckst du dauernd auf diese durch? Ich werde nicht mehr alle Fragen. Ich werde in Zukunft die Fragen nicht mehr vorlesen. Ihr könnt ja lesen. Seid alt genug zum Lesen. Wenn nicht, dann haut ab. Das ist nichts für euch. Wenn ihr nicht lesen könnt. Gut, wenn ihr alt genug zum Lesen seid. Also, wenn ihr aufgrund von anderen Sachen nicht lesen könnt, dann ist das natürlich. Ja.
Wartest du hier auf jemanden? Außer mir? Naja, mein Timber-Date kommt wohl nicht mehr. Der Typ hat mich wohl versetzt, ey. FML. Echt doof. Dieser Lance macht auf Bildern echt was her und wäre super für meine Selfies. Ah ja. Warum guckst du dauernd auf dieses leuchtende Ding? Ich weiß. Das ist total veraltet. Schließlich kommt in ein paar Stunden schon das neue Modell raus und ich sollte mich mit diesem Ding hier gar nicht mehr blicken lassen. Ich mache dann einen Livestream von der Schlange beim Laden. Ich bin total excited. Aber was da immer für hässliche Nerds abhängen. Sprichst du immer noch von diesem Ding in deiner Hand? Jetzt hör auf damit. Ich hab doch schon zugegeben, dass das uncool und alt ist. Sowas von letztes Jahr. Sei nicht so gemein. Sowas von iPhone 14? Ja. Jetzt das Wichtigste natürlich. Genug Smalltalk, Baby. Wie wär's, wenn wir endlich, du weißt schon, zur Sache kommen? Du meinst, wir sollten uns verlinken? Also körperlich. Ja? Wenn du es so nennen willst. Was? Bis später. In die Jukebox genommen. Spiel bloß kein Lied auf dem Ding ab. Die Platte da drin zerbricht einen das Glasauge. Aha. So einfach komme ich nicht an die Platte. Die ist hinter einer Scheibe. Schon der Anblick löst bei mir unheilbares Samstagnachtfieber aus. Berberenbräu. Aha. Nein, das nehme ich nicht mit. Wirkt überwiegend tot. Damit feine. Können wir die Dartpfeile werfen? Das hilft mir nicht. Das ist keine gute Idee. Das ist mir zu gefährlich. Okay, kombinieren alles mit allem. Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Eher nicht. Das hilft mir nicht. Besser nicht. Okay. Da geht es zu den Toiletten. Verschlossen. Wie meine Highschool-Dates. Natürlich. Ein Zapfhahn. Auf dem Zapfhahn steht Barbarenbräu, Schutzmarke. Finger weg! Daraus kommt mein Barbarenbräu. Das zapfen nur Profis wie ich. Du meinst Barbarenbräu. Ja. Kaugummis vom Tresen abknubbeln. Die zweitschönste Sache der Welt. Definitiv nein. Immer noch die schönste Frau aller Zeiten. Etwas pixelig, aber okay. Das ist gut so, wie es ist. Dahinter war doch immer... Ja, es fällt mir gerade nicht ein. Das ist mein Waschraum. Ich meine die Brauerei. Fest verschlossen. Na, dann reden wir mal. Was darf sein? Schank geführt. Larry, bist du es wirklich? Ja, immer noch einzig, niemals artig. Ach, du bist es. Dich habe ich ja ewig nicht gesehen. Und du bist keinen Tag älter geworden. Irgendwie siehst du sogar besser aus als früher. Nicht mehr so knubbelig. Wir haben uns gefragt, wohin du gegangen bist. Einige meinten, du hättest dich auf eine exotische Insel zurückgezogen. Ja, andere glaubten, du wärst ins Kloster gegangen. Naja, und einige sagten, du wärst tot. Ich war noch nie im Kloster.
Nicht, dass ich tot. Und das ist der Himmel. Bin ich tatsächlich tot? Und das ist der Himmel? Ich kann ja viel behaupten, aber nicht, dass meine Kneipe irgendwie himmlisch wäre. Aber jetzt mal ehrlich, Larry. Was ist mit dir passiert? Ich war auf einem Date mit, wie hieß sie noch? Jedenfalls sind wir zu ihr gegangen. Oder zu mir. Oder in ein Hotel. Und dann... Irgendwas davon. Ich will nicht sagen, dass es Aliens waren, aber es waren Aliens. Ich will gar nicht wissen, was sie mit deinen Körperöffnungen gemacht haben. Unter uns gesagt, ich weiß nicht, ob wir Sex hatten oder nicht. Unter uns gesagt, du siehst immer noch wie eine Jungfrau aus. Sagen wir so, die Handschellen am Bett waren ziemlich fest. Mache ich auch so. Hilft gegen Schlafwandeln. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Tröste dich, Larry. Heutzutage blickt überhaupt niemand mehr durch. Die Welt ist unübersichtlich geworden. Ja, irgendwas stimmt hier nicht. Gerichtenes Rechteck. Da draußen habe ich Hochhäuser gesehen, die es gestern noch nicht gab. Moment. Larry, dir ist doch schon klar, dass du ewig lange weg warst. Wie meinst du das? Du warst komplett von der Bildfläche verschwunden. Jahrelang. Wie meinst du das? Haben wir etwa schon 1990? Oder etwa 2000? Ist das leuchtende Rechteck eine Fernsteuerung für einen Raketenrucksack? Sind wir auf dem Mars? Wir sind im Jahr... komm mal näher. Ja, also was... Das ist so mal... Wirklich? Wirklich. Okay. Ja, wird gar nicht gesagt. Ich bin im 21. Jahrhundert. Viele Menschen, die ich kannte, sind tot. Alles hat sich verändert. Diese Welt kenne ich nicht. Ach, egal. Ich habe immer noch mein gutes Aussehen, meine blendende Ausstrahlung und in der ganzen Stadt den größten... Das hier ist ein Familienetablissement. Charme. Ein Familienetablissement. Aha. Kann ich dir helfen, Larry? Also... Was habe ich so in Lost Wages verpasst? Lost Wages? Larry, du bist in New Lost Wages. Du scheinst dir ja heftig den Kopf angeschlagen zu haben. Was ist mit den Raketenrucksäcken? Sind alle explodiert. Schade. Ist kein Raketenrucksäcke? Gibt es inzwischen Sexroboter? Nein, wir schlucken Pillen, um einen Orgasmus zu bekommen. Was? Ich... Ganz ruhig, Larry. War nur ein Witz. Auch im 21. Jahrhundert haben wir noch Sex. Wenn auch noch keine Roboter. Was kannst du mir noch über diese neue Welt erzählen? Jugendliche essen Waschmittel, um cool zu wirken. Oh, ich erinnere mich. Was kannst du mir noch über diese neue Welt erzählen? Katzenbilder sind eine neue Religion. Auf jeden. Was kannst du mir noch über diese neue Welt erzählen? Punk ist tot. Was? Was kannst du mir noch über diese neue Welt erzählen? Kein Mensch spielt mehr Adventures, sondern so Sachen mit explodierenden Süßigkeiten. Es stimmt so nicht. Da gibt es noch einige. Was kannst du mir noch über diese neue Welt erzählen? Computer hat man inzwischen meistens in der Hose bei sich. Was kannst du mir noch über diese neue Welt erzählen? Space Shuttle und Concorde gibt es nicht mehr. Was kannst du mir noch über diese neue Welt erzählen? Synthesizer-Musik ist nicht mehr ganz so angesagt wie früher. Ach. Was kannst du mir noch über diese neue Welt erzählen? Du bist modisch fast schon wieder auf der Höhe der Zeit. Das stimmt leider.
Was kannst du mir noch über diese neue Welt erzählen? Manche Leute glauben, man müsste sich einen Eimer Eiswasser über den Kopf schütten, bevor man Geld spenden darf. Ach, aus diesem Jahr ist das Spiel. Was kannst du mir noch über diese neue Welt erzählen? Ich glaube, ich habe dir alles gesagt, was du wissen musst. Mhm. Stay away and listen. Was kannst du mir noch über diese neue Welt erzählen? Ich glaube, ich habe dir alles gesagt, was du wissen musst. Naja. Ich hätte gern 2 Bier. 1 für Becky? Gut, die ist eine von diesen verdammten Hipstern, die Stadt überschwemmen. Nennt sich selbst eine Influencerin. Ha! Früher musste ich draußen ein Schild hinstellen, dass es hier Bier gibt. Heute muss ich dafür sorgen, dass so einer ein Foto davon auf Instagram postet. Insta... Diese Influencer. Okay. Nee. Bitte sehr. 2 Barbarenbräu. Mit viel Liebe gebraut. Obwohl das Gesundheitsamt das nicht zu schätzen weiß. Ämter. Schreib's mir auf. Nee. Gut, dass ich deinen aus 1987 immer noch habe. Larry, sag mal, hast du eben die beiden Biere in deine Jacke gesteckt? Klar, das mache ich schon immer so. Mit allen. Jetzt im Winter. Darf man das heutzutage nicht mehr? Schon gut. Ich hatte erwartet in die Hose, in die Unterhose. Aber das Inventar ist hier wohl die Jacke. Was kannst du mir noch über diese neue Welt erzählen? Ich glaube, schon. Ich habe dir alles gesagt, was du wissen musst. Bis später, Lefty. Ausgetrunken und Regenbogenkaugummi. Hey, ich habe hier dieses Barbarenbräu. Das hat aber gedauert. Ich hatte in der Zeit schon 12 neue Matches auf Timber. Cheers. Moment, ich muss erst Fotos davon machen. Erstmal Selfie für Instagram. Und Essen zu fliegen. Jetzt aber. Cheers. Moment, ich muss noch die Video-Story filmen. Natürlich. Und das, obwohl es seltsam riecht. Achtet beim Trinken darauf, dass euer Lipgloss frisch aufgetragen ist. Sonst hinterlässt das keine süßen Spuren am Glas. Die machen sich nämlich prima um... Und durch das Bier kann man nicht mal durchgucken. So dunkel ist das. Da müsst ihr mit den Selfies aufpassen. Ist total die Challenge, dass man nicht davon verdeckt wird. Aber, meine Lieben, ihr schafft das. Ah. Und wenn ihr das Video mögt, drückt da unten auf Like und Fave und Thumbs Up und Stern und Herz und Push und hinterlasst einen Kommentar. Aber nur, wenn er lieb ist. Und teilt das Video auf Instagram, auf Facebook. Und die Glocke penetrieren und der Katze das Video ausdrucken und der Katze einen Schwanz tackern. Was? Cheers. Cheers. Gar nicht schlecht. Oh, aber ich bin schlecht. Mir wird übel. Warte, ich will filmen, wie es dir schlecht geht. Hashtag Fail. Ihr Mädels aus der Zukunft scheint Megan aus Stahl zu haben. Oder ihr seid Roboter. Sexy Roboter. Und du hast meine Gebete wurden erhört. Schlecht, Mann. Ich muss nur kurz auf Toilette, Baby. Geh nicht weg. Oje, das wird knapp. Mist, abgeschlossen. Lefty hat bestimmt einen Schlüssel. Ich dachte, das wird knapp. Lefty! Was gibt's? Meine Gelärme lösen sich gerade auf. Es fühlt sich an, als würden tatsächlich Barbaren in meinem Bauch randalieren. Katastrophe, wenn du mich so nicht sofort in die Toilettenschlüssel gibst. Es fühlt sich an, als würden tatsächlich Barbaren in meinem Bauch randalieren. Oh, das vergeht nach ein paar Tagen. Ich will's mal so ausdrücken. Ich brauche sofort den verdammten Toilettenschlüssel. Ach so, hier, bitte. Mit dem Ziegelstein dran. Hat meine nicht geklaut. Mist, abgeschlossen.
Zum Glück habe ich einen Ziegelstein dabei. Oh, der Schlüssel ist abgebrochen. Aber immerhin hat er vorher das Schloss entriegelt. Das ist praktisch. Barf.